Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alien Isolation und wir sind immer noch auf der Suche nach dem Medikit. Ich habe auch nicht ohne euch gesucht. Wir streifen hier einfach nochmal umher, suchen alles ab. Keine Ahnung, wo die Scheiße sein soll, ehrlich gesagt. Hier kommen wir ja her aus dem Fahrstuhl. Und das... Wir haben hier ja nicht sonderlich viele Möglichkeiten, ne? Hier war nur... Schrott drin. Da ist eine Impfpistole. Bindemittel. So, das heißt, ich kann mir auf jeden Fall ein Medikit craften. Hier. Was fehlt denn jetzt noch wieder? Würde gerade sagen. Tür ist verschlossen. Okay. Das läuft also nicht. Ist da noch was? Ach so, ja. Unser Inventar ist voll. So, hier. Warte, wir schauen erstmal hier. Hier können wir nicht rein, weil Strom nicht läuft. Ach, hier können wir rein. Hallo, ihr Lieben. Oh oh. Hallo. Wieso ist denn das Alien jetzt hier? Ich hoffe, das kommt hier. Da ist es. Oh oh. Fuck it. Ich war mir sicher, das kommt. Oh, da zischt es ab. Das kommt hier nicht rein. Mann. Das brauchen wir ja bestimmt. Genau, um das da hinten reinzustecken. Habe ich verstanden, aber das ist doch kein Medikit. Vor allem kommt jetzt dieses Kack-Alien hier immer. Warum, Oh, ich glaube, wir sollten hier raus. Nicht so eine gute Idee. Scheinbar, weil das Vieh hier ist. Aber es wird ziemlich kalt. Ach, da oben ist es drin. Ich hoffe, es bleibt dort oben. Mit deinen scheiß Lüftungsschachten. Nee, das schaffen wir nicht. Wir können hier uns ja noch nicht mal in dem Lüftungsschacht verstecken. Na, kommt es raus? Oh Mensch, was poltert das da rum? Echt jetzt? Geh mir nicht auf den Sack. Kann man sich nicht verstecken. Doch, unterm Tisch. Was sind die für komische Geräusche? Als ob das Telefon hier auch die ganze Zeit klingelt, ne? So, wo muss das jetzt rein? Da. Und ich werde mich vorsichtshalber gleich einmal verstecken. Weil ich nicht weiß, was passiert. Und wir haben dieses... Kack, Medikit immer noch nicht gefunden. Wir sind übrigens in der Leichenhalle. Finden Sie ein Medikit? Ja. Aber wo ist das? So. Auf jeden Fall haben wir hier die Kühlung aktiviert. Vielleicht können wir nochmal auf den Terminal zugreifen und die Türen öffnen. Aber ich glaube, das ging nicht. Oh Mensch, muss das jetzt hier rumlaufen? Was sind das hier überhaupt für Geräusche? Da drüben? Ja, hör auf zu quatschen.
ich jetzt keinen Nerv für. Wir greifen nochmal auf den Terminal zu. Haben wir... Wichtig. Ja. Ich kann es aber nicht machen. Optimale Betriebstemperatur wiederherstellen. Ja, möchte ich. Aber es lässt sich nicht aktivieren. Ja gut. Kann ich leider nicht. So, war hier im Dings noch irgendwas? Frank. Wenn Sie die Energieschwankungen der Temperatur in der Leichenhalle und den Zustand der Leichen sorgen, passen Sie das Kühlsystem an. Verschwinden Sie einfach so schnell wie möglich. Ja. Ich kann hier ja aber scheinbar nicht mehr aktivieren. Obwohl, ich hab's doch aktiviert. Und ich möchte jetzt eigentlich hier auch gerne wieder raus. Ich würde jetzt gerne das Medikit finden. So, wo gehen wir mal lang? Rechts. Da kommen wir doch her, oder nicht? Ja, da ist ja nur dieser kleine Raum. Ist hier vielleicht noch irgendetwas zwischen den Leichen oder so? Alien. Wo hast du mein Medikit versteckt? Das ist ja echt nervig. Wo ist dieses Medikit? Da, vielleicht, komme ich ja nirgendwo ran. Ich latsche hier nur... Ich latsche hier nur blöd auf den Leichen rum. Kann nichts tun. Hier scheint auch kein Medikit zu sein. Und es ist arschkalt hier drin. Das ist das Einzige, was hier los ist. Und können wir da hinten denn nicht rein? Wir sollten hier lieber schleichen. Was machst du? Du gehst mir langsam richtig auf den Sack. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Geht jetzt hier vielleicht die Tür auf? Ja, sie geht auf. Die Idee hätte ich auch schon mal früher kommen können. Eventuell finden wir hier das Medikit. Auf jeden Fall haben wir hier die Neuverkabelung. Wo wir vielleicht noch irgendwas Nützliches machen können. Ja, wir können den super Schachtzugang mal aktivieren. Samuels? Da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. Ausweiskarte. In ihrem Büro sollten Sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Ja, gut, machen wir. Ich frage mich jetzt nur, was mit dem Medikit ist. Weil ein Medikit haben wir auch immer noch nicht gefunden. Also wurde ich hier schlichtweg verarscht. Wir speichern kurz und gehen dann in diesen Luftschacht, den wir jetzt ja scheinbar aktiviert haben. Und gucken mal, wie wir da weiterkommen. Siehst du? Schnell rein! Ich jetzt vielleicht mal wieder... Oh. Das ist hier auch irgendwo, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich die Batterien her habe. Okay, das Alien befindet sich auch irgendwo hier in diesen Schächten, würde ich sagen. Hat sich gerade auf jeden Fall so angehört, als wäre es neben uns. Aber dieser Schacht ist, glaube ich, zu klein. Für das Vieh. Okay, wir verpieseln uns erstmal hier irgendwo in die Ecke.
kleiner Fernseher. So, hier könnten wir uns gleich verstecken zur Not. Wo sind wir gelandet eigentlich? Kein Alien da. Okay, wir müssen einfach geradeaus. Ich bin im Inventar! Ganz ruhig, Schneckball. Geh bitte! Mich schmiert zu Tode erschreckt. Langsam macht das Spiel wirklich Bock, muss ich sagen. Also, ich würde es wirklich... Oh, jetzt gammelt der hier rum, ne? Jetzt komme ich hier wieder nicht raus. Oder wie ist das? Was sind hier eigentlich... Hat sich scheinbar öfter jemand im Schrank versteckt. Da hinten ist es. Liegt da noch irgendwas? Ich traue mich hier schon wieder. Ne, jetzt ist es schon wieder über uns. Es kann aber da. Wo muss ich überhaupt hin? Geradeaus rüber, ne? Komm, wir wagen es jetzt einfach. War aber wirklich. Junge, Junge. Wo treibt es sich rum? So, ich muss jetzt hier auch mal aufstehen. Da steht Whisky. Was ist hier? Alter Schwede, richtig dunkel. Okay, warte, wir müssen erst den Raum mal hier auskundschaften. Ja, das war... Das war die Tür. Oh Gott, ey. Lüftungsschacht ist es nur. Wer röchelt denn hier so bitte? Da können wir uns nur verstecken. Okay, hier ist auf jeden Fall nichts. Super. Wir müssen hier also wieder raus. Aber da kommen wir doch her, ne? Nee, von wo kommen wir? Hier müssen wir raus. Oh, Mann, jetzt ist aber mal gut. Ich kann nur nicht... So, wie komme ich denn da jetzt hin? Personalkombüse. Aber von hier kommen wir. Also gehen wir hier rum. Scheiß auf die Leiche, die durchsuche ich jetzt nicht. Ich habe immer noch kein Medikit gefunden. Die wird sterben, die Gute. Was ist das hier? Können wir hier ein Medikit ziehen? Oder so? Okay, wir gehen mal in die Hygiene-Area. Hier kommt Alien bestimmt nicht rein. Verstecken, ja. Ach, hier ist auch wieder nichts. Hier können wir uns nur... Können wir... Schrott. Schuhe stehen hier noch rum. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie sind wir hier nicht richtig, auf jeden Fall. Wir müssen wieder zurück. Kurz Licht für euch anmachen. Aber ich muss echt sparen, so. Leute, wo lang? Steph... Wo lang? Da sind wir. Ich, weiß nicht, da hinten kommt man auf jeden Fall nicht weiter, aber hier durch
Oh oh. Wir haben hier null zum Verstecken. Facility Administration. Geradeaus wäre gut, ja. Geradeaus geht aber nicht. Fuck, ey. Wir gehen hier einfach mal weiter. Scheiße, mach keinen Lärm hier. Kann mich hier auch nirgendwo verstecken. Wir gehen hier mal rein in den Raum, würde ich sagen. Security Desk. Hier können wir auf jeden Fall irgendwas machen. Verstecken auch, das ist gut. Verstecken, verstecken. Gut, wir können hier ein bisschen basteln. Ein Medikit. Perfekt. Jetzt gucken wir, was wir noch herstellen können. Ich muss mal eben so ein bisschen entspannen hier. Aber das war nichts. Blendgranate. Ach komm, dann machen wir halt... Noch ein Medikit. Die Dinger sind auch wichtig. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar. Ausgewählt natürlich den Revolver. Ja, logisch. Warum hat sich das bewegt? Oh, der ist hier irgendwo. Mann, ich... Bleib doch mal oben mit deinem Gesicht. Ach, wir gehen einfach weiter. Wir haben schon lange nicht mehr gespeichert, ne? Wir haben... Scheiße! Finden Sie die Schlüsselkarte. Susanne, Christo... Ah. Okay, also müssen wir hier wieder diese ganzen fucking Räume durchsuchen. Aber wir müssen wieder zurück. Ah, toll. Ganz toll. Vielleicht, aber vielleicht... Da kann man speichern, nebenan kann man speichern. Wenn es uns jetzt nicht verwehrt wird durch Alien oder durch unser Freund. Wir gucken uns hier gleich näher um. Die Gefahr ist auch nah. Das macht einen nur nervöser, wenn dieses... Ah, da habe ich was gefunden. Stell dich mal hin. Guck mal. Zugangscode benötigt. Fuck, wir haben keinen. Aber hier ist ein Terminal. Vielleicht können wir den hier finden. So. Neuigkeiten und Codes. Hier. 2505. Alles klar. Machen wir. Yay. Das ist bestimmt die Schlüsselkarte. Ja, das war ja richtig ein... Kann ich nicht speichern. Fuck. Hinter uns. Irgendwo hinter uns. Da war es. Definitiv ist es hinter uns gerade rausgekommen. Ich bin mir 100% sicher. Aber sowas von. Ja, siehst du? Ich glaube. Das ist Aggro. Hallo, Alien. Scheiße, hat es uns gesehen. Okay, es geht wieder. Gleich.
war so klar. Jetzt hängen wir hier wieder ewig in diesem scheiß Schrank. Wo ist es denn? Können wir uns auch unter dem Schreibtisch verstecken? Zur Not auch das. Okay. Komm, jetzt. Wir gehen einfach. Das Alien wird nicht kommen. Wir werden schnell die Schlüsselkarte benutzen. Und durch... Oh. Fuck, hier ist es irgendwo. Hier ist alles auf einmal so wild. Oh. Es kommt mir immer hinterher. Verdammt nochmal. Ich weiß nicht wohin. Notruf. Hilfe. Jetzt kommt's von da. Jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Scheiße. Okay. Ruhig. Es kommt. Oh, es geht wieder hoch. Alles klar. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Scheiße, schnell. Es ist auf jeden Fall oben verschwunden und ich hoffe... Da steht wer! Ah, der schießt auf mich! Ist der noch ganz sauber? Ich erschieß dich gleich. Glaube ich spinne. Es war klar. Aber ich, ja, das war auch scheiße von mir, ganz ehrlich. Ja, komm. Ich würde sagen, wir beenden den Part mit diesem tödlichen Ende. Vielleicht hätten wir nicht schießen sollen. Es war definitiv zu laut und wahrscheinlich hätte das Alien es schon geholt, aber ich konnte einfach nicht anders. Okay, also vielen Dank fürs Zuschauen. War eine coole Folge, fand ich. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns einfach im nächsten Part. Macht's gut. Tschüss, eure Schneckball.